Telefonterror durch Glücksbringer. Haben Sie die auch dauernd in der Leitung? Am anderen Ende Stimmen, die Sie zur Teilnahme an Glücksspielen überreden wollen. Sagen Sie auch nur einmal Ja, sind Sie drin im Vertrag. Den werden Sie so schnell nicht wieder los. Wohl aber Geld von Ihrem Konto, denn Ihre Bankverbindung haben sich die kriminellen Abzocker längst besorgt. Hunderttausende Deutsche hat die Glücksspielindustrie derzeit in ihren Fängen. Sie operiert aus Callcentern irgendwo im Ausland. Keine kleinen Gauner, sondern organisierte Banden. Dazu Jörg Jovi und Herbert Klar. Es beginnt mit einem Telefonanruf aus einem Callcenter irgendwo in Europa. Versprochen werden Gewinne, Geld, Autos, Waschmaschinen. Doch wer reagiert, gerät in die Fänge skrupelloser Geschäftemacher. Er war einer von ihnen. Stefan Peregrin aus Wien. Er packt aus und bestätigt, Gewinne gibt es nie, aber die Konten der Opfer werden systematisch geplündert. Sie werden kontaktiert, möglicherweise von einer Firma, die deren Namen Sie kennen, für ein Glücksspiel, für ein Gewinnspiel. Sie willigen möglicherweise auch dieses eine Mal ein und Ihre Daten werden dann im Internen zu anderen, Ihnen nicht bekannten Produkten weitergegeben und dort sind Sie dann plötzlich auch Mitglied mit einer gewissen Laufzeit, aus der Sie eigentlich fast gar nicht herauskommen und Ihre Abbuchungen am Konto duplizieren sich, verdreifachen sich bis zu verzehnfachen sich. So ein Betrug lohnt sich für die Täter. Auch Stefan Peregrin machte das schnelle Geld, bis er ausstieg, sich der Staatsanwaltschaft stellte. Deutsche Ermittler schätzen den Schaden mittlerweile auf über 1 Milliarde Euro. Die Zahl der Betrogenen geht in die Hunderttausende. Die Staatsanwaltschaft Mannheim nahm jetzt 3 Verdächtige fest. Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges und der strafbaren Werbung. Hintergrund ist der Betrug über 0900er Telefonnummern. Es werden Gewinne versprochen, die so nicht gegeben bzw. gezahlt werden bzw. auch nicht werthaltig sind. Das Verfahren wird bei uns als ein Verfahren der organisierten Kriminalität angesehen. Eine zentrale Rolle bei den Betrügereien soll die Firma Lack24 in Wien spielen. Sie wird verdächtigt, am Betrug mit Gewinnspielen beteiligt zu sein. Doch der Geschäftsführer Stefan Kleinander weist in einer Videobotschaft alle Vorwürfe zurück. Guten Tag, mein Name ist Stefan Kleinander. Wir als Lack24 rufen keine Leute an, werben keine Leute, buchen bei den Leuten nicht ab und handeln auch nicht mit deren Adressen. Stefan Peregrin kennt die Methoden von Lack24. Er zeigt uns, wie mit einem simplen Trick Gespräche manipuliert wurden. So wurde der Eindruck erweckt, die Opfer hätten Gewinnspiel und Abbuchungen zugestimmt. Ich kann hier somit natürlich auf technischer Basis ein Ja duplizieren, vermehren und dann wieder einfügen. Die Gesprächsaufzeichnungen, die sogenannten Voice-Files, wurden dann bei behördlichen Anfragen hierher geschickt, um es hier den Behörden dann vorzuspielen, dass hier ein originaler Vertragsabschluss stattgefunden hat, der aber nicht stattgefunden hat. Der zentrale Auftraggeber, die Lack24, hat hier eindeutig nachweislich auch diese Voice-Files nachproduziert, um dann eben diesen Vertragsabschluss darzustellen und um daraufhin mehrfache Abbuchungen von dem einen Konto durchführen zu können. Auch im Internet werben Unternehmen wie Lack24 mit hohen Gewinnausschüttungen, 200-fachen Chancen. Klaus Frickemeier kennt die Tricks der Branche. Er arbeitete als Geschäftsführer eines Inkasso-Unternehmens, sammelte Geld ein für einen Betrügerring. Internetnutzer wurden in sogenannte Abo-Fallen gelockt. Frickemeier stellte sich als Zeuge den Strafverfolgern zur Verfügung. Er berichtete, wie die Betrüger mit den Betroffenen umgehen. Letztendlich wurde aber dem Anrufer stets suggeriert, er habe zu zahlen. Auf schriftliche Anfragen ist überhaupt nicht geantwortet worden. Das heißt, im Grunde genommen sind diese ganzen Schreiben zwar geöffnet, überflogen worden. Und wenn dort kein Hinweis auf rechtliche Konsequenzen oder kein Brief von einem Anwalt direkt kam, erfolgt überhaupt keine Reaktion. Das heißt, die Kunden haben keine schriftliche Antwort von uns erhalten. Es hieß einfach nur drum, ja, die kommen mehr oder weniger in Ablage P. Ablage P, das war der Papierkorb. Beispiele. Hiermit möchte ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Kundenverbindung mit Ihrer Firma kündigen. Meine Mutter ist am 14. Juli verstorben. Bitte stellen Sie Ihre Sendungen ein.
Ich hatte mich schon dreimal registrieren lassen unter der Telefonnummer 0900. Ich weiß nicht mehr, wie wir die Schulden begleichen können. Hunderte dieser Schreiben fand Hauptkommissar Klaus Sauer von der Kripo Offenburg. Die Beamten beschlagnahmten Dutzende Computer bei 33 Firmen in 5 europäischen Ländern. Die Täter sind, wie gesagt, dazu übergegangen, in ganz Europa, teilweise auch noch in Südamerika oder in Australien, Neuseeland, Firmen zu gründen, dort auch Konten aufzumachen, und dann werden die Gelder über verschiedenste Firmen weiter transferiert, sodass das nachher nur noch sehr schwierig ist, nachzuverfolgen, wie der Weg des Geldes war. Wer der Spur des Geldes folgt, landet häufig in einer Steueroase wie Panama, den Cayman Islands oder Dubai. In das Arabische Emirat flossen auch die Gelder von Fricke-Meyers Inkasso-Unternehmen. Nach Dubai wird im Grunde genommen das Geld transferiert. Firmen in Dubai wurden ganz einfach aus dem Grunde gegründet, weil dort halt der Steuersatz, so wurde es mir gesagt, sehr gering sei und sich das Ganze natürlich mehr lohnen würde. So habe ich also auch, nachdem die Sparkasse Herford ein Konto gekündigt hat, 250.000 Euro nach Dubai überwiesen. Einer der Helfer in Dubai ist Martin Kreter und seine Firma KLP. Das zumindest wurde Aussteiger Fricke-Meyer von seinem früheren Chef so dargestellt. Er hat mir Herrn Kreter beschrieben als der, der zuständig ist für alles das, was in Richtung Dubai geht. Martin Kreter ist Frontal 21 kein Unbekannter. 2009 drehten wir ihn mit verdeckter Kamera. Er bot seine Unterstützung beim Verschieben von Schwarzgeld an. Martin Kreter, auch Betreiber eines Gewinnspielunternehmens, bestreitet alle Vorwürfe. Verbraucherschützer wie Stefan Richter wissen, ist das Geld erst einmal außer Landes gebracht, haben die Opfer kaum mehr eine Chance. Selbst wenn Staatsanwaltschaften und Polizei ermitteln. Der Hintergrund ist einfach, die Zahlungsabflüsse zu sichern vor einer Rückholung, beispielsweise zivilrechtlich durch Gerichte, aber auch sich strafrechtlich abzusichern. Wenn die Gelder wegfließen, ist es eben schwierig, die zu holen. Die Staatsanwaltschaften können in Dubai eben nur sehr schwer oder gar nicht ermitteln. Das dient alles der Verschleierung und der Absicherung dieser kriminellen Aktivitäten. Zu spät, sagen Kritiker. Haben die Ermittlungsbehörden das ganze Ausmaß der kriminellen Aktivitäten erkannt. Wenn ein Laden aufliegt, macht schon der nächste auf. Hallo, schönen guten Tag.